Schule in Bratislava gehört und da ist der Posten des autarkisch genäht, als wie das in der Vergangenheit war. Also mit Perlen, mit aller Prächtigkeit. Und diese Krone, die ich habe, die Krone ist die Stephanskrone. Original liegt im Parlament in Budapest und Maria Theresia wurde mit dieser Krone gekrönt. Und jedes Jahr findet statt Krönungsfeierlichkeiten. Dieses Jahr wird das am 25. Juni stattfinden. Und wir machen einen historischen Umzug durch die ganze Altstadt. Also beginnt bei dem Pressburger Tor und kommt bis zur Altstadt. Und dort wird die Maria Theresia gekrönt. Also mit aller Prächtigkeit, die ganze Zeremonie auf Pferden, Soldaten. Und Wein wird dort getrunken, Schweinbraten wird dort gegessen. Also jedes Jahr findet diese Feierlichkeit statt und dieses Jahr wird genau die Maria Theresia gekrönt. Dann sind Sie herzlich eingeladen. Gerne, komm, bitte schön. Das ist Krönungswein? Das ist Krönungswein. Maria Theresia, wenn sie war 50 Jahre alt, sie hatten Pocken. Oh. 1. Juni 1767 musste als letzte Ölung nehmen. Mhm. Zwei Tage vorher, Schwiegertochter von Maria Theresia, Maria Josefina von Bayern. Sie war Ehefrau von Josef II. Maria Josefina hat gestorben am Bucken. Und ein Pfarrer von kleinem Dorf neben Bratislava, Hradčízdorf, jetzt ist Teil von Bratislava, hat Maria Theresia Wein blaufränkisch geschickt. Und was ist interessant? 27. Juni, Maria Theresia war gesund. Und mit diesem Fahrrad, und dieser Fahrer hat getroffen. Audienz. Und dieser Fahrer von Maria Theresia goldene Ornat bekommen. Dieser Wein musste immer kaiserliche Hof in Wien sein. Und Leute von diesem kleinen Dorf von Maria Theresia Mewerstadt unten Weinproduktion bekommen. Und diese Wein wir geben in die Brunnen. Während historische Krönungsfeierlichkeiten, Wein war in Brunnen. Und wenn wir organisieren Rekonstruktion und Krönung, wir geben auch 400 Liter diese Wein in Brunnen. Wow! Das ist unsere kaiserliche, königliche Historie. Ja, Bratislava, blaufränkisch. Mhm. Und diese Geschichte ist geschrieben hier in Slowakische, aber hier ist in deutscher Sprache. Sehr gut. Und hier ist 2012. Dieses Jahr war so schön für Wein. Ja, das stimmt. Danke.